So, wir sind jetzt bei Hitman 2 angekommen in der ersten Mission. Nächtlicher Besuch in Hawks Bay müsste es sein. Gucken wir einfach den Opener an. Es wird ja, denke ich mal, wie immer gleich noch einen Opener geben, hoffe ich. Jedenfalls gibt es schon mal keine Sequenz am Anfang. Wobei der zweite Teil ja in Episoden veröffentlicht wurde. Also ich glaube, es wurde immer in einer gewissen Zeit eine Karte veröffentlicht. Das habe ich damals nicht so verfolgt. Jetzt können wir die natürlich alle am Stück einmal spielen. Und ja, sieht so aus, wenn Agent 47 erstmal an Land gehen wird. Finden Sie einen Weg, das Haus zu infiltrieren? The story so far. Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Super Spandex. At the location. No hostile presence. Understood. Alma Raynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Raynard is one of the Shadow Client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. Finde aber schon, dass selbst die erste Karte von Hitman 2 schon qualitativ einen anderen Anspruch hat als das, als der erste. Weil der erste war halt wirklich verschachtelt und eng zusammen. Klar, jetzt muss sie hier nur in ein Bootshaus rein, was auch nicht riesig ist. Aber wir wissen ja schon beim dritten, dass das Ding, dass die Karten ziemlich wachsen. Da werden die Karten ja wirklich riesig plötzlich. Und sehr verschachtelt teilweise. Good aim. Now, according to the local home security provider, the house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. You should be able to jimmy open the garage door with a proper tool. Why don't you search the pool area, 47? Ja, oder ich gehe einfach über den Balkon. Quietsche Entchen.
Da ist keine Quietsche-Entchen-Falle. Ich denke mal, dass sobald ich die Infos habe, ich im Haus überrascht werde. Ich sehe schon Paddel. Ah, es hakt kurz. Noch ein Quietschähnchen. Akt über Dynasty Global. A file on Rupert Pierce. Ein Akt über Rupert Pierce, den Gründer des weltweit größten Internethändlers Dynasty Global. Falls Pierce ein Agent von Providence ist, steht er zweifelsohne weit oben auf der Abschlussliste der Miliz. Founder of Dynasty Global. The world's largest internet retailer. Hm. If Alter. Pierce is a Providence operative, he's likely on the Shadow Client's hit list. But it's not what we came for. Keep looking, 47. So, das kannst du nicht in dein Schlafzimmer hängen. So ein Bild. Hihi. That computer. See if you can't access it. Encrypted. Hmm. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. Thought so. This should be interesting. Panikraum. Here we go. For the office computer, no doubt. 47 hat nicht das normale Passwort versucht. Nicely done, 47. Getting caught on tape is the last 404 tits not found. Appears Reynard's cell is launching another strike. Those are sewer maps of a residential area in Wellington. Well, there's nothing we can do about it now. Our priority is the Shadow Client. Bodies. Male and female. Early 30s. Executed. I see them. Oh, poor bastards. Looks like Reynard's grisly handiwork, all right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This... feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Hmm. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. Sie sind tot. Wir werden auch irgendwann nichts mehr, also generell nichts mehr für sie tun können.
abgelaufene Spaghetti-Dose. Wer projiziert denn so ein Bild auf die Wand, wo man drei Viertel des Films nur sehen kann? Found something. Looks like research reports. Berlin, Shanghai. Every major militia strike since Thomas Cross's kidnapping. Looks like Reynard had a hand in all of them. All in the past, I'm afraid. Keep looking, 47. Ich weiß, ich muss zum Computer zurück, aber ich schaue mich noch um. Ja, hier hatte ich den Schraubenschlüssel gefunden, die Garage aufzumachen. Das sind noch Tutorial-Abschnitte. Kiora, Ari from Kiwi Repair here. Don't know when you folks are back in town, but give me a shout so I can swing by and fix that pesky bathroom ventilation system for you. Can't have the whole house smelling of nail polish now, can we? And anywho, like I said, just give me a shout. Hat ein Problem mit dem Ventilationssystem? Ich bin Ari, euer Reparaturtyp. Danke, Ari. Schön, dich kennenzulernen. Die ganze Zeit die Markierung hier. Was Tutorial mich gerne hier lang führen wollen würde. Naja, nicht so schlimm. Steck das Rohr weg. Oh, der Geheimgang ist wieder zu. I'm in. Hurry. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Nothing on the shadow client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got all we're going to get. Go to stage 2, 47. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the shadow client for once. Let's keep it that way. Ugh, I thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. Oh, I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Franzose.
home, Alma, and guests. It's Orson. Orson. Ugh, never mind. Don't wave that around. Magst du Nudeln? Ich mag Nudeln. Ja, Schrotflinte kann man auch Türen öffnen, aber spielt sehr laut und ich will ja nicht laut spielen. Ich bin ja Tomatenattentäter. Kannst du in Optionen einstellen, ob du noch lautloser Killer hast. Okay. Lautloser Killer hat. Noch weiter unten? Ja, das ist das rote Ding, ne?
Ja, es wird ausgeblendet, falls du nicht mehr lautlos unterwegs bist. Ach, grün heißt lautlos. Rot heißt nicht lautlos. Ich habe doch gar keine Geräusche gemacht. Alles Betrug. Hier hat mich vorhin ganz kurz jemand gesehen. Oh, fancy place. Well, I suppose Alma has one hell of an expense account. How much did the boss loot from that cross guy? Was it 3 billion? Something like that. But actually, this is Alma's old safe house from her Bonnie and Clyde days with Sean Rose. Camps habe ich schon gelöscht, glaube ich, hier auf der Karte, aber ich wurde auch nicht gesehen von den Kameras. Still, I gotta say, this is a swanky place to lay low. It's got a house AI and voice control and everything. Kick-ass security system too. Of course, she never turns it on because of Max. Apparently, he's so big, the sensors treat him as an intruder. Why not just lock him in the garage? Orson tried that, and, well, Max ate the tires on his SUV and half a bicycle. No, Max doesn't like to be tied down. Well, they do say pets take after their owners. Also aus unerklärlichen Gründen hat er mich gesehen. While the identity is unconfirmed, several eyewitness tweets claim that the deceased vom Schlafen schön trainieren. Rupert Pierce, Dynasty's founder and CEO. We will keep you updated as this story develops. I am Pam Peasley, GNN News. Well, smoke on the balcony? Yeah, sure. How about a scotch? No, I just brushed my teeth. Oh, well, suit yourself. I'm having one before bed then. Good for the blood flow. Er hat sich noch mal bewegt, bevor er einschläft. That reminds me. I need you to do something for me. Okay. What's the gig? It's a cakewalk, really. I just need you and the boys to pick up a shipment in Brussels 3 days from now. A truckload of cutting-edge Kronstadt Industries military hardware. Drones and shit. You'll get a kick out of it, I promise. Well, shit, the Noxers really are defecting. High-level Providence stooges like them, that's a real feather in your cap. So why aren't you the one doing the honors? See, there's just a teensy possibility that it could be a trap. And if it is, well, I'm too important to risk. Wow. No, no, I get it. Everyone's saying.
know you can hold your own and all that, but I want you to be safe. Hey, buddy. You sure you're on the right route tonight? Jeez, it's chilly out here. Don't even think about messing with them. Ich glaube, ich habe alle Wachen ausgeschaltet. When I close my eyes, I'll be dead to the world. Night, second, Sean. Shut up. Schlaft ihr oder redet ihr noch? Ich will doch nur ein wenig Rattengift in eure Lüftung stecken. Ja, das ist das Badezimmerlüftungssystem. Da wird das Chloroform, womit ich sie eigentlich betäuben kann. Oder ihm betäuben. Wen auch immer. Da konnte ich die aus dem Panikraum rausholen. Warum wird das angezeigt? Och, jetzt sei doch nicht so unkreativ. Ich muss sie dann in der Schrotflinte töten. Ja, sieht so aus, wenn ihr beide keinen Bock habt, hier oben reinzugehen. Oder generell diesen Raum zu verlassen.
Ach, tut mir leid. Ich wollte noch eben meine Optionen abwägen. Aber anscheinend habe ich keine Optionen mehr, weil die schon zu Bett gegangen ist. Ich hätte früher oben sein müssen. Down. Well done, 47. Now get off the property. Richtig schön mit dem Shuriken in den Hals. Der Mann hat schon tief geschlafen, was soll der denn hören? Weil ich merke gerade, ich darf hier nirgendwo vom Geländer hüpfen. Da läuft sogar noch ein Wachmann rum. The Mercs have discovered your boat, 47. They're on high alert, combing the beach for intruders. Proceed with caution. No way to get past them unnoticed. I suggest you cause a distraction, 47, and make it a loud one. On fire? No, but we don't want animals digging up the charred bones, no doubt. Especially not Max. You fellas bring the gum to kerosene. You're in the back of the truck. Plenty of juice for two. Hey, Reynard. Tell you who they were? Now, why don't I want to know a thing like that? In the market for some innovative flesh, because I'll sell you some of mine, no worries. No. Go, go, go!
Oh. Natürlich, vom Mann wurde die jetzt gefunden. Der Mann ist wach geworden durch die Explosion. Hätte sie noch, oder ihn hätte ich noch bewusstlos schlagen können und dann hätte ich beide in den Schrank verstecken sollen. Schubst eine Wache übers Geländer und all so ein Kram. Wahrscheinlich töte eine Wache mit Quietscheentchen. Beim Unfall gestorben. Das war das Ersticken wahrscheinlich im Badezimmer. Da muss aber schnell genug sein. Mit einem Messer unter der Dusche töten den Mann. War ja nur eine kleine Karte. Client has given us carte blanche. Hunt down the militia by any means necessary. A week ago, Providence was a threat. How did you swing the board? The board are practical people, 47. A blank check is hard to turn down. Besides, the Shadow Client's war on Providence is causing a global panic. Someone will need to stop the militia. Might as well be us. And the man on the train? You never told them about his offer. Taking a contract for personal gain is against ICA regulations. Sodas would have been proud. Is that a sense of humor, 47? Whatever next? Crying at the movies? Why are you doing this? I know what it's like to have everything taken from you. He claims to know about your past. Your childhood, your memories, everything Ortmeier stole from you. And you trust him? About as far as I can throw him. But this is our best lead in 20 years. I say it's time we break a few rules.